Hallo ihr Lieben, heute haben wir mal wieder eine Leserfrage, die mir jemand per E-Mail zukommen lassen hat, die ich denke für einige von euch auch interessant ist da draußen. Let's get started. Die E-Mail ist von Mike. Hey Maximilian, könntest du vielleicht ein Phänomen erklären? Als ich Pickup versucht habe, glaubten mir viele Frauen nicht, dass ich Single bin und waren sich ein bisschen unsicher, dass ich nicht nur nach einer Kukumine suche. Ich frage mich, woher das kommt. Vielleicht kannst du daraus ein YouTube-Video machen. Ich denke, da sind mehr Männer da draußen, die das gleiche Problem hatten. Ein netter, selbstbewusster Typ, nicht machohaft, spricht sie an und ist direkt, was er will. Da stimmt etwas nicht. Wäre cool, deine Rückmeldung zu bekommen und deine Bücher und Videos haben mir sehr geholfen, zu dem Mann zu werden, der ich heute bin. Finde es schade, dass du keine Livestreams mehr machst. Habe ich immer sehr genossen, glaube, dass ich dir auch mal gespendet habe, einfach nur, um deine Reaktion zu sehen. Ja, lieber Mike, das ist halt die liebe Zeit, ne? Als Unternehmer ist man halt immer busy. Ich hatte das auch ganz irgendwie, hatte auch Spaß daran, aber irgendwie war es dann doch wieder eine weitere Verpflichtung, die irgendwo auf meiner Agenda stand. Und deswegen mache ich das nicht. Das heißt ja nicht, dass ich das nie wieder mache. Vielleicht mache ich es halt nochmal, aber auf jeden Fall nicht in dieser Regelmäßigkeit. Zu deiner Frage. Dieses Phänomen kenne ich sehr, sehr gut. Das war bei mir in meiner Pickup-Entwicklung genau das Gleiche, dass ich dann nach einer kurzen Zeit gemerkt habe, dass ich dann Dates mit Frauen hatte und die gesagt haben, ja du hast doch bestimmt irgendwie an jedem Finger hast du eine Frau irgendwie dir hängen und so. Und ich dachte immer, wovon reden die? Ich habe schon seit Monaten überhaupt nichts mehr mit Frauen gehabt. Aber die einen für den Überplayer gehalten haben oder für den Überplayboy. Die Antwort darauf ist eigentlich relativ einfach und auch relativ logisch, wenn man sich mal so den Durchschnittsmann heutzutage anguckt. Bevor es weitergeht, eine kurze Botschaft. Da du hier bist, bist du wahrscheinlich ein Mann, der gegen den Strom schwimmt und selbstbestimmt in Freiheit leben möchte. Eine Handvoll genau solcher Männer begleite ich aktuell in meinem Mentoring-Programm. Dort erlangst du nicht nur eine herausragende Souveränität im Umgang mit Frauen, sondern auch Zugang zu einem unschätzbaren Netzwerk aus Gleichgesinnten, auf die du dich in jeder Lebenslage verlassen kannst. Und das ist heute wichtiger denn je. Solltest du Interesse haben, dich uns anzuschließen, biete ich und meine Top-Coaches aktuell noch eine Handvoll kostenloser Strategiegespräche an, indem wir herausfinden, ob wir zueinander passen. Klicke dafür einfach den Link unter dem Video. Ich freue mich auf dich. Es ist wirklich so, und das sage ich auch immer, und deswegen sage ich auch immer, setze da immer so einen Schwerpunkt drauf, dass die Leute, wenn sie sagen, ja, Maximilian, die Welt ist so böse und man hat sowieso heute keine Chance mehr bei den Frauen, Hypergamie und die nehmen sich nur noch einen schönen Typen, bla bla bla. Ja, das stimmt für Online-Dating. Weil beim Online-Dating haben sie halt einfach so einen Riesenmarkt und werden halt so zugeschissen mit Angeboten von Männern, dass sie da natürlich die nur den Bestaussehendsten der Bestaussehendsten nehmen und sehr, sehr schnell und sehr brutal auch Männer rausfiltern. Dabei sind Frauen gar nicht so auf optische Attraktivität gepolt, wie das bei uns Männern ist. Das heißt, mit Selbstbewusstsein und Charisma kann man sehr, sehr viel wettmachen und kann man auch eine Frau, die einen optisch eigentlich nicht so gut findet, sehr, sehr schnell überzeugen. Und genau das passiert halt beim Ansprechen. Jetzt ist das natürlich für viele Männer ein Problem, denn wir haben gelernt, fremde Menschen spricht man nicht an, Frauen schon gar nicht. Natürlich haben wir da auch viel diese Angst vor dem Korb. Und deswegen macht es halt einfach keiner. Ich garantiere euch, dass es auch wirklich auch bei allen Leuten, die Pickup machen und meinen Kunden und so, trotzdem vielleicht 3% von Männern gibt da draußen, die wirklich aktiv regelmäßig Frauen ansprechen. Ja, und ich meine jetzt nicht im Club, besoffen oder sowas, das macht vielleicht der andere ein oder andere nochmal. Aber so einfach im alltäglichen Leben ist das wirklich in Deutschland eine Rarität. Das bedeutet, wenn du das dann machst, da musst du gar nicht so super selbstbewusst und mega cool und sonst was rüberkommen, dann zeigst du der Frau schon so einen Hochstatus, dass sie einfach davon ausgehen muss, der Typ hat es anscheinend drauf mit Frauen. Denn wenn er sich sowas traut, ich habe sowas ja noch nicht erlebt, die meisten Frauen, ich bin immer wieder überrascht, bei jedem Workshop, den wir geben, sagen die Leute, ja, da die Frau hat zu mir gesagt, das ist mir noch nie passiert, dass ich ihr tagsüber angesprochen wurde. Also das zeigt ja, wie selten wirklich Frauen überhaupt da draußen angesprochen werden. Deswegen nimmt sie dich halt so wahr, als sofort Player oder sonst was. Wenn du dann noch selbstbewusst auftretest, charmant und auch sagst halt, hey, ich möchte ein Date und nicht irgendwie rumeierst, dann ist das eine krasse Sache, die sie so in der Form noch nicht erlebt. Und da muss man natürlich ein bisschen kompensieren. Früher haben die Leute immer so gelehrt, dass man ja sich möglichst alpha und cool verhalten soll.
Und das stimmt nicht wirklich, gerade im deutschen Sprachraum, weil dann kann es noch dazu führen, dass dann sozusagen ihre Anti-Player-Schutzschilde hochfahren. Deswegen reicht es oft wirklich, wenn du Frauen einfach nur sympathisch und locker ansprichst und selbst da schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis mit erzielst. Da brauchst du dich gar nicht jetzt cool zu geben oder das total toll und souverän zu machen. Allein der Fakt, dass du das machst, setzt dich schon sowas von positiv von anderen Männern ab, dass du da eigentlich nur gewinnen kannst. Und ich sag's immer, und Leute, das könnt ihr mir glauben oder nicht glauben, aber wenn ihr es nicht ausprobiert habt, dann erzählt mir bitte nichts in den Kommentaren, diese Rumheul-Kommentare. Ihr könnt im Ansprechen, ja, ich rede nicht vom Online-Dating, könnt ihr locker ein oder zwei Ligern über euch Frauen daten und bekommen. Was im Online-Dating einfach so gut wie unmöglich ist. Im Online-Dating kriegt ihr wirklich, wenn ihr nicht zu den Top-Giga-Chats gehört, 1,80, über 1,80, durchtrainiert und so weiter und so fort, wird es sehr schwierig, wenn ihr wirklich die richtig heißen Frauen haben wollt. Aber wenn ihr euch das traut, die Frauen anzusprechen, dann kriegt ihr auch wirklich Frauen, die weitaus attraktiver sind, als ihr selber das seid. Wenn ihr es nicht glaubt, kommt zu meinen Workshops, macht mein Coaching und dann werdet ihr das erfahren. Wenn du dich dafür interessierst, dann einfach hier unter dem Link, unter dem Video, angepinnte Kommentar, einfach da draufklicken. Dann unterhalten wir uns einfach mal eine Stunde vollkommen kostenlos, gucken, wo stehst du gerade, wie können wir dir helfen, vollkommen unverbindlich. Und entweder sagst du, yo, let's do it, lass uns durchstarten, ich will das Thema endlich angehen, oder einfach nicht. Ansonsten hoffe ich, dass das Video dir auch so geholfen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video. Arrivederci.